Es ist 23.30 Uhr. 6,5 Stunden. Knochenbrüche, Amputationen, offene Wunden. Ich habe schon viele Verletzungen bei Vierbeinern gesehen. Amputationen? Aber bei Molly, ach so, dem Hund der Hasen, nicht bei der Molly jetzt. So hätte es mir noch nie untergekommen. Sie wäre an inneren Verletzungen gestorben, wenn ich sie nicht eingeschläfert hätte. Als ich den Hund geöffnet habe, fand ich im Magen etliches Besteck vor. Messer, Gabel, Löffel, sogar einen verdammten Dosenöffner. Wie ist das dort hineingelangt? Der Hund hätte das unmöglich schlucken können. Zuerst kam mir der Gedanke, dass die Hasens den Verlust ihrer Kinder an Molly ausgelassen haben. Aber als ich ihren Mageninhalt mit eigenen Augen gesehen hatte, hier war etwas am Werk, was ich nicht begreife. Ich werde aber etwas anderes in den Befund schreiben. Eine Infektion oder so etwas. Sonst erklärt man mich noch für verrückt. Molly, warte mal ganz kurz. Sehr geehrter Mr. Hasen. Hasen. Hiermit bestätigen wir den Eingang Ihrer Kündigung des Miethauses in der 28E Second Avenue. Wir bedauern Ihren Verlust und haben vollstes Verständnis dafür, dass Sie das Haus so schnell wie möglich verlassen möchten. Insbesondere, wenn man bedenkt, was in dem Haus direkt gegenüber geschehen ist. Den Mietvertrag können wir leider trotzdem erst vollständig auflösen, sobald ein Nachmieter gefunden worden ist. Familie Miller zeigte aber reges Interesse. Ihre Telefonnummer auf der separaten Visitenkarte anbei. Ob Sie die Millers über die vergangenen Vorfälle im Haus informieren möchten, überlasse ich selbstverständlich Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Garrison Morph, Vermietung 5. Januar 1970. Also Hasens, das sind die, also der Molly, der Hund, gehört zu den Hasens, die vorher in dem Haus da gewohnt haben. Und von denen sind die zwei Kinder. Ich hätte mir gedacht, dass die zwei Kinder eben im Haus gegenüber waren. Na gut, vielleicht sind es ja die Briefe von dem Haus gegenüber. Wisst ihr, was ich meine? Na, das kann gar nicht sein, weil die Hasens ja doch vorher gewohnt. Naja, das ist vielleicht die Kündigung vom anderen Haus. Ich weiß auch die Adresse nicht von dem Haus, wo wir da jetzt sind. Achso, na außer wir sind die Miller. Wenn wir die Millers sind, dann ist das... Oh Gott! Ich denke halt einfach schon wieder so kompliziert. Also, dass ich schon wieder... Ja, keine Ahnung. Was ist denn im Haus gegenüber passiert, wenn das Haus war von den Hasens und wir die Millers sind? Was ist dann im Haus gegenüber passiert? Und jedes Mal, wenn ich da rausgehe, bleibt es immer kurz einmal sticken. Na, jetzt nicht. Naja, egal. Okay. Okay. Oh shit, warte mal. Wir können ja sprinten. Alter, ich schwör, wenn ich einmal weglaufen muss von diesem Clown, ja, dann krieg ich einen Anfall. Ist das die Musik, was so tut, oder was mal? Nee, wisst ihr was? Ich glaube, der Wecker läutet. Hi Schatz, ich bin es nochmal. Für
Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Schatz, bist du da? Warte, Eva, nicht. Leg nicht auf. Ich geh doch bin hin. Sofort da. Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Wir kommen nicht bewegen. Ethan, warte! Nicht auflegen! Geh doch zum Telefon! Ich liebe dich. Ich dich auch! Ich dich auch. Mist! Mann! Jetzt hat man gerade gesehen, was wir für ein cooles T-Shirt anhaben, aber ich habe nicht lesen können, was am T-Shirt oben steht. Warum habe ich mich nicht bewegen können? Hi Schatz, ich bin es nochmal. Ja! Mittlerweile müsstest du eigentlich da sein. Ja, schon lang, Mann. Geh doch mal bitte ran. Ich mache mir langsam ein wenig Sorgen. Schatz, bist du da? Okay. Ruf mich bitte sofort zurück, wenn du das hier hörst. Ich liebe dich. Oder fahr doch einfach gleich zu mir oder so. Wenn du da Sorgen machst, oder ruf die Polizei. Schick die Polizei zu mir. Mist. Es gibt so viele Möglichkeiten. Okay. Also mir ist vorgekommen, ich habe vorher den Wecker gehört, ja? Immer so, so. Also nicht so, eher so alarmmäßig, wie halt der Wecker tut, ne? Und deshalb. Aber. Alter, warum ruckelst du jetzt auf einmal? Bin mir halt jetzt nicht sicher, ob das von der Musik war oder ob das wirklich der Wecker war. Also warte mal, es gibt ja zwei Wecker. Nee, Schatz, da ist ein Brief. Ich hab's gewusst, Mann, ich bin so gescheit, verdammt nochmal. Ich kann dich kontrollieren. Kannst du gar nicht. Na, deine obwohl... Beine, deine Arme, deinen ganzen Körper. Ich bestimme, wann du dich bewegen kannst. Du musst nur genug Angst haben. Du wirst schon sehen. Was? Das war's? Okay, verdammt, das ist jetzt sehr schnell gegangen. Er kann uns kontrollieren, meint er. Ich meine, wir haben es ja gerade gesehen, ne? Beim, wie man es, wie der Ehemann angerufen hat und wir uns nicht bewegen haben können und nicht rangehen haben können. Es ist 0 Uhr. Kindergelächter? Oder einfach nur eine schiche Hex, was da lacht? Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht die Puppe, was hinter unserem Sessel sitzt und jetzt vielleicht gar nicht mehr da ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls Geisterstunde ist. Und deshalb glaube ich, dass ab jetzt richtig fett losgeht wird mit die Schocker. Es ist ja wie in Pineview Drive, es geht immer so... Es steigert sich halt immer. Ja. Und es war bis jetzt nur recht harmlos. Ich meine, ich habe schon Schiss. So ist es nicht. Aber ich wette, das wird nur sehr aufregend werden. Er kann uns kontrollieren. Zuerst haben wir doch der Mann vielleicht die Puppen. Weil es ist ja ein Clown und so, der arbeitet vielleicht auch mit Puppen und so, dass er die, eben die zwei Puppen war, sehr schon irgendwie komischerweise, obwohl es dann sogar schon drei Puppen, die eine im Wohnzimmer ist ja auch schon da, Regal da oben, dass er die gemeint hat, mit er kann sie kontrollieren. Und dann ist mir eingefallen, dass er uns ja schon kontrolliert hat. Weil man nicht ans Telefon rangehen haben können. Ich schau jetzt ganz, okay, sie sitzt... Nur da. Es hat aufgehört zum Regnen, aber Wind geht schon noch. Ja, gut. Boah, das ist irgendwie ganz ein leichtes
Ganz leichtes Dröhnen irgendwie so. Voll ungehört irgendwie. Na, jetzt nimmer. Okay, Leute. Boah, jetzt hat's mich geschreckt. Ganz kurz, mein Handy leitet gerade. Oh Gott, Entschuldigung. Warte, ich schalte es lieber auf lautlos. Normalerweise schalte ich es immer auf lautlos. Wenn ich aufnehme. Wow, jetzt hat's mich kurz geschreckt. Jetzt haben wir gedacht, wo kommt da jetzt die Musi her im Spiel? Und dann ist mir eingefallen, das ist ja meine Handymusik. Okay, geht's einfach mal so in jeden Raum rein und schau. Jetzt haben wir gedacht, da liegt nur ein Zettel, da war das gerade nur so eine Spiegelung. Schauen wir mal zum Jerry. Denn ich habe gerade irgendwie Lust, beim Jerry zu reden. Alter, scheiße, die. Boah, die Geräuschkulisse, ne? Die ist einfach. In jedem Spiel von Viz Games bis jetzt war die immer so zart, meine lieben Leute. Das ist. Wirklich, das ist so gut gemacht, einfach. Und das macht für mich irgendwie so ein Viz Games Spiel aus. Aber das macht uns echt gut. Und da tropft es halt schon wieder. Jerry, ich brauch deine Liebe. Jerry, ich darf die jetzt gern rausnehmen und die streicheln. Mal schaut, sie ist so süß. Kann ich mit Jerry vielleicht irgendwas interagieren oder so? Nein. Witch? Alter, die Musi ist so zart, Mann. Okay, Jerry. Es schaut so aus. Wir sind nur immer eingesperrt in unserem eigenen Haus. Unsere Schlüssel sind irgendwie verschwunden. Ich hab's irgendwie verlegt, keine Ahnung. Ja, der Mörderclown ist real, würde ich sagen. Den haben wir schon getroffen vom Fenster. Mit einem Messer. Einer riesengroßen Machete, so wie ich das gesehen habe. Ich hab dezent Schiss. Jerry. Und er kann uns kontrollieren. Nur so nebenbei. Vielleicht ist es besser, wenn du im Käfig bleibst und nicht wieder abhaust, denn hin und wieder kann sein, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe, Jerry. Und ich möchte da nicht weh da. So wie der Molly wehgetan wurde. Also, Jerry, ne? Das mit der Molly, das ist echt schräg. Ich habe da so einen Brief gelesen und die hat lauter komisches Zeug im Magen gehabt, so Besteck und so. Ja, Besteck, mit dem kann man essen. Menschen dann mit Besteck essen. Und ich schwöre, da oft war vorher nicht da. Also ganz am Anfang. Batteries! Ich habe schon 5 Ersatzbatterien. Ach, scheiße. Und ja, Jerry, und ich werde herausfinden, wie das ganze komische Zeug in Molly am Bauch reingekommen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hasens, die was da vorher gewohnt haben, die Molly mit Besteck gefüttert haben. Weil, warum soll der Hund Besteck, also essen? Huah! Huah! Nee, komm, da war ich vorher gerade drinnen. Es tropft da wieder. Ich werde jetzt ein. Ah! Oh, Scheiße! Also schon langsam. Oh, jetzt wird mal brennhaß. Hui, jetzt wird mal brennhaß, meine Lieben. Ich hätte schon wieder dieses komische Glatschen, so wie der Jerry abgehaut ist. Aber ich glaube nicht, dass der Jerry jetzt schon wieder abhaut. Vor allem habe ich ihm ja vorhin gerade gesagt, er soll nicht abhauen.
Jetzt tropft es schon wieder, jetzt habe ich gerade ausgetraut. Ich schätze mal, ob mein Garten gehen können. Nee. Ich schaue jetzt geschwind nochmal zum Cherry hoch. Oder Rocket, wie auch immer, ne? Denn eigentlich haben wir doch, der heißt Rocket. Aber mittlerweile habe ich mir an Cherry schon gewöhnt an den Namen. Weil ich glaube, Rocket ist sein zweiter Name. Die Alarmanlage. Die berühmte Alarmanlage. Kenne ich auch noch sehr gut aus Pinewood Drive. Oh nein, Cherry ist schon wieder aus seinem Käfig abgehauen. Ich hoffe, ich finde ihn schnell wieder. Cherry, wir haben vor ein paar Minuten ein ernsthaftes Gespräch gehabt mit ihm, ja? Wo ich gesagt habe, er soll nicht abhauen, er soll in seinem Käfig bleiben, ja? Weil ich mich ab und zu nicht unter Kontrolle habe und ich ihm nicht weh tun mag. Und er hört einfach nicht auf uns. Okay, wir sollen vielleicht wieder denken wie ein Meerschweinchen. Ich glaube zwar nicht, dass er jetzt wieder in der Küche unterwegs ist, aber ich schaue jetzt einfach mal runter. Der Schaukelstuhl. Psst. Ah, ich liebe es. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Oh Gott! Oh Gott! Okay. Ich sage jetzt noch nicht, was ich denke. Aber ich glaube, ihr denkt höchstwahrscheinlich alle das Gleiche. Oh Gott, wie ekelhaft. Das fasse ich nicht an. Das fasse ich nicht an. Alter. Das fasse ich nicht an. Das fasse ich nicht an. Explosion! Alter, shit. Schön gar machen, schön durchmachen. Oh Gott, ne? Wie ekelhaft. Das fasse ich nicht an. Cherry? Bin mir nicht sicher. Oh Gott. Das glaube ich nicht, oder? Dass die jetzt den Cherry umbringen. Witzig. Obwohl, ich kann es mir schon vorstellen. Nach dem, was wir gehört haben, was mit der Molly passiert ist. Oder es kommt halt jetzt so ein Twist, mahnt halt jetzt, dass es der Cherry ist. Und wir finden ihn im Toaster. Na, und wir finden ihn heute irgendwo anders. Das möchte ich nicht in den Backofen stecken. Alter Scheiße. Ich mag kein Bier. Ich habe gerade keinen Durst. Okay. Vielleicht später. Ja, passt. Alter, ich finde das gerade echt arg. Bin ich die Einzige, was das gerade so arg findet? Dass unser, so höchstwahrscheinlich, unser Meerschweinchen da gerade gemicrowaved wurde. Ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll.
und einfach mal explodiert ist. Du bist so schier und so unheimlich. Okay. Okay. Küche und Wohnzimmer ist clear. Dann gehen wir da mal raus. Vielleicht sollten wir... da jetzt reingehe. Da tropft's. Eben noch, das war die Küche. Okay. Okay, wir suchen ja nur immer Cherry. Ja? Denn Cherry... ich habe bereits 5 Kerzen. War sicherlich nicht in der Mikrowelle. Oder Schmoder-Doda. Okay, kann da herinnen nichts machen. Jetzt hört man da wieder das Tropfen. Da tropft es jetzt auf einmal. Ja, ich höre Geräusche. Und war wieder schon so, das ist immer so ganz ein leichtes Dröhnen auf die Ohren. Das ist da schon wieder. Hä? Ah, da drinnen. Cherry! Ach so, ich muss natürlich in Meerschweinchensprache mit ihm reden. Da weiß ich nicht, dass ich am suche. Achtung! Meerschweinchen dann so. Die reden so. Oder wenn es ganz extrem ist. Ui, ui, ui. Oh Gott, was tue ich da? Leute, ich schwör's euch. Wir werden Cherry jetzt gleich finden. Das war mich gerade so ein Warnruf, war das gerade. So, Cherry, habe ich gesagt. Cherry, wo bist du? Ganz dringend brauche ich die. Ich habe bereits 5 Kerzen. Ja, es ist nicht safe hier. Habe ich ihm gesagt. Wird schon sehen. Wird schon sehen, liebe Leute. Er wird gleich auftauchen.
Ja, jetzt tropft's da wieder. Ich werde jetzt nochmal raufschauen. Oh Gott. Wisst ihr, wie sie das angehört hat? Eventuell. Oh Gott. Hey, du kleiner Scheißer, ich sieg dich da unten. Hey! Du hast in meinem Garten! Okay, jetzt habe ich es ihm aber gegeben. Vergrabt er jetzt gerade die Leiche vom Jerry? Okay. Ich schaue jetzt zum Geschwind. Oh Gott, Jerry, du bist hier. Aber wenn du hier bist, was ist dann in der Mikrowelle? Ich bin froh, dass nicht der Jerry in der Mikrowelle ist. Oh! Aber bevor ich jetzt den Brief lesen tue, Jerry. Macht so einen Scheiß nie wieder. Hast du mich verstanden? Ich werde kurz nochmal runterschauen. Boah, da ruckelt es immer. Immer da im Treppenhaus. Jetzt ist er nicht mehr da. Das war doch auf der Seite, oder? Wen vergrabt er da? Vergrabt er da die Molly? Nein, die Molly, die war ja beim... Die Molly war ja beim Tierarzt, wo sie dann quasi eingeschläfert... Also nicht quasi, sie ist da eingeschläfert worden. Zusammenhang zwischen den Morden vor 4 Jahren und dem Verschwinden von Valerie und Mike Harrison geben. Schon damals wurden Kinder mit Spielzeug und Süßigkeiten gelockt. Wenn das nicht geholfen hat, griff der Täter zu drastischeren Maßnahmen und bedrohte die Haustiere, was die Kinder zwang, in den Eiswagen zu steigen. Sie liebten ihre Tiere so sehr. Als die ersten Eltern der Opfer dem Mörder auf die Spur kamen, tötete er auch die Erwachsenen. Wurde nie gefasst. Seit 4 Jahren keine weitere registrierte Tat.